Ein wunderschönes Hallöchen, willkommen auf unserem Kanal. Ich bin der Fexi und nehme euch mit auf die Reise in Stars hin zu den ganzen Gameplay-Mechaniken, zu den Raumschiffen, die ganze Information und natürlich auch die ganzen News werdet ihr hier erleben auf diesem Kanal. Also wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet zu dem Thema Star Citizen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal ein Follow dalassen würdet und wäre ein geiler Support direkt in unsere Richtung. Heute werden wir direkt reingehen in ein Leak, also wenn ihr jetzt nicht geleakt werden wollt, macht jetzt direkt das Video aus. Wir gehen direkt rein in die Leaks. Es gibt jetzt die Triggerwarnung, damit wir jetzt schon direkt drin sind in den Leaks. Und was es zu leaken gibt, ist nämlich tatsächlich noch auf der DEFCON von Drag. Da soll nämlich tatsächlich noch ein Konzeptraumschiff rauskommen, was sogar schon im CRG Live schon vorab gespoilert wurde, direkt von Jared Huckabee selber. Und da war auch schon alles zu spät. Dass wir uns gleich einmal kurz angucken, was das für ein Raumschiff sein wird, da kann ich ja schon so ein bisschen reingucken. Wir hatten schon vor einem Dreivierteljahr schon letztens ein Leak bekommen, das wurde aber dann nicht realisiert. Und dieser Leak, den wir vor einem Dreivierteljahr bekommen haben, das scheint jetzt tatsächlich der Leak zu sein, das Konzeptraumschiff, was wir bekommen werden. Also es wird kein Flyready-Raumschiff werden, das kann ich schon mal soweit sagen. Es wird ein Konzeptraumschiff sein, was wir bekommen werden. Und was das für ein Konzeptraumschiff sein könnte, wie gesagt, Kette hätte Fahrkette, das weiß ich ja auch nicht genau. Aber ich vermute mal, dass es das hier sein wird. Da gehen wir jetzt direkt rein. Also bleibt dran, es wird spannend. Aber erstmal möchte ich nochmal gerne reinspringen in den CRG Live, wo Jared Huckabee sich selbst ersprochen hat, damit ihr natürlich auch direkt die Quelle dazu habt. Also würde ich mal so sagen, gehen wir rein. Let's go, ihr Lieben! Check out this week's ISC. It revealed the brand new Saber Firebird, which looks super cool, and the new Nursa. We all like that name. We're going to say that. Yeah, okay. I'm not sure Nursa. About it. Medivac, nice. that's debuting at this year's Invictus. Wo sich ja tatsächlich selber Jared Huckabee versprochen hatte und selber den Leak rausgehauen hat mit der Nursa, was das Konzeptraumschiff jetzt schon zu der DEFCON nochmal dazukommen sollte, bekommen wir mehr Informationen zu den Inside Stars, der am Donnerstag losgehen sollte. Also der Donnerstag wird nochmal richtig spannend werden, da bekommen wir nochmal ein Konzept dazu und das wird die Nursa sein. Das ist so ein bisschen so rausgerutscht, aber da war schon zu spät, da hatte Jared Huckabee schon den Namen gespoilert, ihr Lieben. Und das könnte das Raumschiff sein, was wir hier jetzt gerade sehen. Das Raumschiff wurde schon mal geleakt vor einem Dreivierteljahr. Zu der CitizenCon sind die Bilder schon mal bei Reddit hochgekommen und da haben sie schon die Idee gehabt, dass es dieses Raumschiff als Konzeptphase schon rausgehen könnte. Aber damals zu der CitizenCon wissen wir ja selber, ist die Nursa, die wir hier sehen, wenn es das Raumschiff sein sollte, leider nicht gekommen. Aber vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass Drake nochmal einen richtig großen raufsetzt und wirklich in die Superlative einsteigen möchte zu den Containerraumschiffen und die Nursa damit präsentiert. Was wir noch wissen, was wir noch für Informationen rausbekommen haben, dass ein größeres Konzept von Drake-Raumschiff auf jeden Fall dargestellt werden soll, was tatsächlich auch den Plaza von Area 80 komplett abdecken kann. Wenn die Sonne scheint, wird ein riesen Schatten geworfen und sind wir mal ehrlich, die Nursa ist hier vielleicht so um die, na, ich könnte mal so vorstellen, so um die 150 Meter lang, wenn man das ein bisschen vergleichen möchte mit der Caterpillar. Die Caterpillar ist ja so gesehen schon das kleine Tochterraumschiff, wenn man da so gerne reingehen möchte. Dennoch glaube ich tatsächlich, dass wir hier bei der Nursa einen reinen Containerriesen haben, der wirklich dafür da ist, mehrere größere SCU-Frachteinheiten direkt von A nach B zu bringen. Vermutlich kann ich sogar landen. Und was wir damals schon rausbekommen haben, dass wir zwischen 900 bis 1000 SCU hier transportieren können mit den ganzen 32 SCU-Frachteinheiten, die wir hier ranbringen können. Dann sehen wir auch nochmal die große Kanone, die vorne drauf, wie zum Beispiel eine Art von der Kraken. Vielleicht ist das Size 7 oder eine Size 6 Gun, das kann ich mir schon vorstellen, dass das schon ein größerer Turm ist, den wir hier haben. Dennoch wissen wir auch, dass Drake gerne auf asymmetrisches Design setzt, zum Beispiel die Corsair oder auch die Caterpillar ist ja auch sehr asymmetrisch aufgebaut und hier haben wir das Line-Setup, was direkt hier weiter reingeht, dass wir ein asymmetrisches System haben und es sieht wirklich auch sehr nach einer Caterpillar aus. Denkt aber daran, die Caterpillar ist im Maßstab um einiges kleiner, ist ein modulares Raumschiff. Ihr könnt zum Beispiel unterschiedliche Pods anschließen, zum Beispiel um den Storage-Bereich zu vergrößern oder daraus ein Medic-Raumschiff zu machen oder zum Beispiel die Living Quarter zu erweitern oder zum Beispiel um mehr Fahrzeuge mitzunehmen. Also ihr merkt schon, die Caterpillar geht in die Multifunktionalität rein und das, was wir hier sehen mit der Nursa, das scheint vermutlich ein reines Container-Raumschiff zu sein, was wirklich brachial aussieht
was mir sogar sehr gut gefällt im Konzept. Und wer weiß, vielleicht werde ich sogar schwach. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Raumschiff, was als Leak vor einem Dreivierteljahr rausgekommen ist, zu der CitizenCon jetzt als Konzeptschiff rauskommen könnte, zu der DEFCON? Und wie gesagt, dass wir am Donnerstag die Information bekommen werden. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein. Glaubt ihr, das wird das Schiff sein? Dann würde ich mich mal sehr darüber freuen, wie eure Meinung dazu aussehen wird. Also let's go, ihr Lieben. Ich habe noch ein Bild dabei, da kann man sich das von hinten noch mal ein bisschen angucken, das Schiff. Und da werden wir noch mal reingehen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn das sich nach Drake aussieht, dieses schöne Raumschiff, dann weiß ich auch nicht. Meistens bin ich ja nicht so der Drake-Fan, aber ich muss so sagen, diese Asymmetrie bei diesem Konzept, was ich hier sehe, ist natürlich jetzt nicht im Detail so gerade so hoch, aber dennoch gefällt mir das sehr gut, was ich hier schon erahnen kann, ihr Lieben. Also let's go, bin ich gespannt, was ihr dazu zu schreiben habt. Hier sehen wir nochmal die brachialen Triebwerke von der Nursa, wenn dieses Konzeptschiff jetzt zu uns kommen sollte. Und auch hier kann man zum Beispiel, wenn man das jetzt ein bisschen mit der Caterpillar vergleichen möchte oder zum Beispiel mit der Kraken mit den Antrieben, erkennt man auch hier wieder den Drake-Style sehr schnell wieder. Leider ist es ein bisschen unscharf, das ist ein bisschen schade. Es gibt leider kein Bild, was eine bessere Qualität hat. Wir müssen leider damit leben, das ist ein bisschen schade. Aber was soll ich machen? Ich habe das rausgezogen aus dem Netz auf Reddit, was es damals gab, und das war die beste Qualität, die leider möglich war. Also verzeiht mir ein bisschen wegen der Qualität, aber ich hoffe, man kann das dennoch einigermaßen vernünftig erkennen. So viel einmal zu den Leak, was vielleicht als Konzeptschiff noch rauskommen könnte, und ich vermute mal, das wird es sein, ihr Lieben. Aber ich kann natürlich auch komplett daneben liegen. Vielleicht habe ich auch hätte Pech gehabt, aber ich bin gespannt, wie es dann nachher aussehen wird am Donnerstag. Da werden wir es auf jeden Fall spätestens wissen. Das waren erstmal alle Informationen zu der Nursa, was vielleicht das neue Konzept Raumschiff von Drake sein könnte. Wenn ihr Lust habt, schaut auch mal gerne auf unseren Live-Kanal vorbei, auf twitch.tv/flexi, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir hauen noch ein paar Giveaways raus, zum Beispiel eine Saber Firebird könnt ihr auch noch bei uns gewinnen, mit LT, mit Game Package, mit allem drum und dran und noch ein paar andere coole Starter Packages. Also schaut vorbei, wir haben noch ein paar Giveaways dabei, und wenn ihr vielleicht Star Citizen komplett neu erleben möchtet oder ihr möchtet neu einsteigen, ist natürlich das auf jeden Fall einiges einfacher, wenn man direkt ein Starter Package dazu bekommen könnt. Also schaut vorbei, twitch.tv Flexi wäre eine sehr nette Geste. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal, euer Flexi, bis dann, ciao ihr Lieben.